Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Logo. Ja, dein Logo ist im Prinzip eine Anlehnung an deinen Künstlernamen, sei es jetzt durch die Schrift, dass du Buchstaben oder vielleicht auch deinen ganzen Namen mit einbindest oder auch, dass du deinen Namen grafisch einfach nur darbietest, im Prinzip, dass du das mit Formen oder eben einem Arrangement irgendwie wieder aufgreifst. Aber im Prinzip dein Künstlername und dein Logo gehören untrennbar zusammen. Hier solltest du wirklich schauen, dass sie aufeinander aufbauen, dass sich gewisse Elemente des einen wieder im anderen finden und so dann natürlich auch ein hoher Wiedererkennungswert geschaffen wird. Die Frage ist zum Beispiel auch, ob du mit Farben arbeiten möchtest, dass die zum Beispiel besonders auffällig sind bei Nacht. Denn wenn du zum Beispiel die Sticker gerade viel in Clubs oder auf anderen Veranstaltungen verteilst, dann sind die natürlich umso mehr ein Eyecatcher, wenn du hier vielleicht noch mit fluoreszierenden Farben arbeiten möchtest. Hoher Wiedererkennungswert vielleicht auch mit besonderen Formen eben. Und generell, wie der Sticker einfach oder das Logo aufgebaut ist, dass die eine besondere Anlehnung an dein Künstlernamen ist, dass die Leute direkt erkennen, und direkt heißt wirklich nur beim kurzen Hinschauen, keine Sekunde länger drüber nachdenken, dass dieses Logo und dieser Sticker zu dir mit deinem gewissen DJ-Namen gehört. Du kannst das Logo genauso wie deinen Künstlernamen auch eben unterhaltsam gestalten oder provokativ, generell künstlerisch einfach, sei da kreativ. Wichtig ist einfach nur, dass dieser Zusammenhang erkennbar ist. Ansonsten am besten eben so unterhaltsam oder provokativ wie möglich, dass du wirklich herausstichst aus der Masse. Du kennst es bestimmt auch, wenn du weggehst, dann siehst du auch gerade auf der Toilette eigentlich gar keine Wand mehr, weil alles voll ist mit Stickern. Hier ist es dann ganz besonders wichtig, dass deiner wirklich hervorsticht. Oder auch wenn man vielleicht bei Social Media irgendwo dein Logo einbindet, die Leute scrollen sehr schnell durch den Feed, dass die innerhalb von Millisekunden dein Logo wiedererkennen und sagen, über den wollte ich vielleicht noch was erfahren oder generell interessiert mich der DJ besonders, halten dann eben schnell an, obwohl sie vielleicht ohne das Logo an dem Bild oder was auch immer es ist, vorbeigescrollt hätten. Und deswegen ist dein Logo ein wichtiges Tool, dass du bei den Leuten bekannter wirst, dass die Leute sich auch schnell wieder an dich zurückerinnern und du das Ganze eben gut verknüpfst. Du kannst ein passendes Symbol vielleicht auch für dich ausarbeiten, das du dann eben für dein Markenbranding verwenden möchtest. Vielleicht jetzt kein Dreieck, das ist ein bisschen zu allgemein und einfach, aber was Besonderes, was Künstlerisches, arbeite hier vielleicht auch mit einem Grafiker zusammen, der dir da behilflich sein kann. Das ist genau wie das USP vorher, das schon angesprochen wurde. Schau, dass du hier auch grafisch was Besonderes machst, ein Alleinstellungsmerkmal herstellst. Eben vielleicht, dass du es schaffst, die Buchstaben und auch die Eigenschaften deines DJ-Namens irgendwie mit Farben und Formen darzustellen und so was komplett Neues schaffst. Der endgültige Entwurf, insofern du vorher noch nicht mit einem Grafiker zusammengearbeitet hast bei der Ideenfindung, solltest du den auf jeden Fall dann von einem Grafiker umsetzen lassen, dass das eine hohe Qualität hat, dass das alles stimmt, proportional, auch von der Umsetzung halt generell, also mit Paint oder so, solltest du dein Logo auf jeden Fall nicht zusammen nageln. Deswegen wende dich hier an einen Grafiker, insofern du es nicht selber kannst, wenn du selber auch schon sehr versiert bist, natürlich bitte. Dann mach es selber. Generell ist einfach wichtig, dass du es mit einem professionellen, hochwertigen Programm machst, dass das alles qualitativ auch was hermacht. Wichtig ist dann auch, dass du das Logo am besten dir als Vektor geben lässt oder auch exportierst, dann je nachdem, wenn du es selber machst. Denn ein Vektor ist eine Dateiform, die unendlich skalierbar ist. Das heißt also, du kannst das Logo nur ganz klitzeklein irgendwo eben auf einen Sticker drucken, aber aus dieser Datei heraus, theoretisch wäre es auch möglich, das Ganze auf eine riesige Hauswand zu projizieren, ohne dass es eben verpixelt, verzerrt, sonst was. Deswegen ganz wichtig, dass du das eben überall einbinden kannst, in Videos, Fotos und so weiter, Plakate, ohne dass man hier Probleme bekommt, dass die Auflösung von dem Logo vielleicht zu klein ist und deswegen die Qualität zu wünschen übrig lässt. Wichtig ist, dass du hier ein einheitliches Auftreten hast zwischen deinem gesamten Auftritt, sei es jetzt eben Wort, Schrift, Logo,
Designwahl, Fotos, alles muss wirklich zusammenpassen. Ja? Das kann jetzt zum Beispiel sein, dass du bestimmte Farben immer wieder aufgreifst oder auch Formen, die vielleicht in deinem DJ-Namen vorkommen und auch wieder in deinem Logo, wenn in deinem DJ-Namen jetzt mal ganz einfach gesagt ein A vorkommt und du das vielleicht als Dreieck dann darstellst in deinem Namen, dann kannst du zum Beispiel auch eben ja in deinem Logo wieder ein Dreieck verwenden. Dein Name wird vielleicht auch eher einen besonderen Blauton verbreitet, dann sollte dein Logo auf jeden Fall auch diesen Blauton haben. Und wenn dein Name vielleicht besonders energetisch ist, dann kannst du auch vielleicht mit Farben und Formen arbeiten, die vielleicht eher spitz sind, die verzerrt sind. Also schau hier auf jeden Fall, dass das Ganze ein stimmiges Bild ergibt und eben alles zusammenpasst. Da tust du dir auch insofern einen Gefallen, dass die Leute ja einen schnellen Wiedererkennungswert haben, dass es ganz eben stimmig ist und die Leute ja auch schnell diese Verknüpfung zwischen deinem Namen, deinem Logo und deinen Fotos und so weiter wieder aufnehmen können. Vielleicht möchtest du auch einfach immer alles in Schwarz-Weiß halten, dein Logo, dein Namen, deine Bilder, die du veröffentlichst, kann ja auch sein, das ist natürlich jetzt auch wieder ein ganz einfaches Beispiel, aber eben dann erkennen die Leute auch wieder schnell, wenn sie zum Beispiel durch ihren Newsfeed scrollen, dass du bist und halten dann auch eher an. Insofern ist dein Logo wirklich ein wichtiges Tool, dass du deine personenbezogene Marke weiter verbreitest, dass du das Ganze auch ein bisschen leichter und subtiler machst, als wenn du überall deinen Namen hinschreibst. Wie sagt man so schön, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Insofern ist es wichtig, dass du dein Logo auch selbst viel verbreitest und dieses Logo genauso wie dein DJ-Namen mit den Attributen auflädst, die du ja für dich herausgearbeitet hast. Und dann wird es dir auf jeden Fall deutlich leichter fallen, ja, bekannter zu werden eben und dich zu verbreiten. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.